Hallo ihr Lieben, Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, heute wieder mit einem spannenden Thema, das Thema Frühstücken, Breakfast. Da wird ja immer wieder sehr, sehr, sehr heiß diskutiert, macht ein Frühstück Sinn, macht ein Frühstück keinen Sinn, braucht man ein Frühstück, braucht man kein Frühstück. Ich bin der Überzeugung, dass ein Frühstück gut tut. Als überzeugender Frühstücker kann ich es nur weiterempfehlen. Nicht nur aus eigenen Gründen, sondern ihr wisst selber, ich bin schon sehr, sehr lange in der Betreuung, in der Beratung tätig, vor allem in der Ernährungsberatung. Und da muss ich einfach immer meine Erfahrungswerte wieder in den Raum werfen. Klar, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Es muss für eine gesunde Ernährung nicht zwangsläufig ein Frühstück sein. Man könnte es zum Beispiel auch noch auf Mittag und Abendessen legen. Das geht auf jeden Fall nur. Jetzt kommt's. Das sind meine Erfahrungen, die ich in den letzten knapp 30 Jahren gesammelt habe. Ist es so, Menschen, die nicht frühstücken, die laufen in der Regel eine wesentlich höhere Gefahr, irgendwann mal bedingt durch Heißhunger, weil der Blutzuckerspiegel absackt, sich dann Dinge zu holen, zum Essen, beim Bäcker, beim Kiosk, was auch immer, was definitiv erstens mal nicht gesund ist, Nummer eins, und zweitens auch bei vielen Menschen auf Dauer zu Übergewicht führen. Ja, wer morgens nicht frühstückt, der hat irgendwann mal in der Regel zwischen 9, halb 10, 10 einen Hunger und dieser Hunger wird dann auch tatsächlich gestellt. Dadurch, dass nichts in der Regel vorbereitet ist, geht man natürlich dann irgendwo hin und kauft sich irgendwas. Das sind in der Regel erstens mal dadurch, dass der Blutzuckerspiegel schon sehr weit abgesackt ist, bei vielen Menschen sind es auch tendenziell süße Stückchen, das heißt, der Bäcker hat einen guten Absatzmarkt mit süßen Stückchen oder eben Weißmehlprodukte mit Käse, mit Schinken drauf oder mit Salami drauf, mit Butter drauf. So, das wird in der Hektik runtergeschlungen. So, dann hat man kurzfristig einen Sättigungsgrad. Oftmals geht es dann los, dass wenn es zu zuckerlastig war, dass der Blutzuckerspiegel danach wieder absackt und wieder Heißhunger entsteht. Und da liegt dann hier mal ein Schokolädchen, da ist hier mal was zu naschen, das wird gefuttert. So, Menschen, die frühstücken, die haben natürlich und vor allem gesundes Frühstück haben. So, die haben den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel erstmal über längere Zeit stabilisiert wird. Vor allem dann, wenn sie gesund gefrühstückt haben. Wenn morgens ein Weißbrötchen isst, einen weißen Toast mit Honig drauf oder mit Nutella drauf, dann funktioniert es in der Regel auch nicht, weil frühzeitig der Blutzuckerspiegel absackt, dann kommt wieder Heißhunger. Haben wir aber gesund gefrühstückt, Vollkornbrot zum Beispiel, kräftiges Vollkornbrot, ich esse morgens ein Omelette zum Beispiel mit Reis, mit Kartoffeln drin, mit Äpfel drin, ganz verschiedene Sachen. Oder auch mein kräftiges Müsli, ordentliches Müsli, Magerjoghurt mit einem guten Fett drin, mit Nüssen drin. Das hält in der Regel wesentlich länger und somit habe ich einen stabilisierten Blutzuckerspiegel. Das heißt, ich laufe nicht die Gefahr, irgendwann um 9, halb 10, 10 das sogenannte gesunde Frühstückchen zu kaufen, sondern ich kann es durchhalten bis mittags und dann kommt mittags mein nächstes Essen. In der Regel ist es so, dass die viele dann eben die nicht frühstücken, in Hektik eine Zwischenmahlzeit zuführen, die eben definitiv nicht gesund ist. Dann wird zwischendurch oftmals auch genascht oder auch gesüßte Getränke mit Zucker getrunken, weil das auch wieder kurzfristig den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Und dann kommt oft bei den meisten auch ein Mittagessen in der Hektik. Warum? Weil Essen keine Priorität hat, man hat sich nichts vorbereitet, man geht irgendwo hin, isst irgendwas. Das ist in der Regel natürlich auch bedingt, dass die Leute nicht gefrühstückt haben, niedrigen Blutzuckerspiegel haben, essen die auch oftmals wesentlich mehr, wie sie tatsächlich benötigen. Danach kommt dann eben das 12 Uhr, 13 Uhr Loch, weil der Verdauungstrakt natürlich überfordert ist. Das führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit minimiert wird. So, und dann kommt die irgendwann abends nach Hause und dann wird das gesunde fehlende Frühstück, vielleicht auch die Nährstoffe, die gesunde mittags gefehlt haben, die werden abends ab 20 bis 21 Uhr kompensiert, indem man dann eben nicht die Finger weglassen kann vom Süßigkeitsschrank, nicht die Finger weglassen kann von allen möglichen Dingen zu essen, die erstens weder gesund sind und zweitens auf Dauer im Spiegel gut aussehen. Deswegen ist meine Empfehlung für euch, frühstücken. Frühstückt, fangt einfach mal an mit Frühstücken. Ja klar, jetzt kommt der eine an, aber ich habe morgens keinen Hunger. Das ist richtig, man kann sich das abgewöhnen. Man kann sich das Frühstück abgewöhnen, wenn er nur 4-5 Stunden schläft, der ist morgens noch hundemüde und hat sowieso keinen Bock Zeit in ein Frühstück zu investieren. Bisschen früher ins Bett, 6 Stunden Schlaf mindestens sowieso gesund,
vielleicht abends sogar noch sein Frühstück vorbereiten, ist auch eine gute Idee, so mache ich das immer abends. Mein Frühstück ist für den nächsten Tag immer vorbereitet, meine Eier sind im Shaker, mein Gemüse ist geschnippelt, mein Reis, meine Nudeln, keine Nudeln morgens, mein Ebli, meine Kartoffeln sind fertig. Warum? Weil ich die vorbereite. Ist auch ein sehr interessantes Thema, und zwar das Thema resistente Stärke, da komme ich noch drauf, in einem anderen Video. So, wenn man das kombiniert hat, mal ein bisschen mit Struktur arbeitet, dann fällt es auch nicht mehr schwer, morgens zu frühstücken. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, ich richte mir belegte Vollkornbrote zum Beispiel, gutes belegtes Vollkornbrot, Magen, Schinken, Magen, Käse drauf, Tomate, Gurke drauf, Hüttenkäse drauf, was auch immer, und nehme diese Frühstück meiner Frühstücksbockmix und esse um 7:30 erst im Geschäft. Das heißt, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, esse dann erst um 7:30, 8:15, da habe ich dann noch bestimmt Hunger. Wenn ich aber nichts dabei habe, dann esse ich nichts. Und dann kommt mir das Problem mit Unterzucker. Und das ist die Gefahr. Im Unterzucker sind die Menschen nicht mehr zurechnungsfähig, da wird nichts Gesundes gegessen, sondern alles das, was nicht gesund ist. Ihr Lieben, ich weiß, Frühstück ist für den einen oder anderen ein Hasswort, aber ich bin mir sicher, wenn ihr euch ein bisschen reinigen, ein bisschen bemüht, ihr schafft das. Versucht es einfach. Versucht einfach mal raus aus der alten Verhaltensstruktur, in neue Verhaltensstruktur rein. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere findet Gefallen dran. Und jetzt kommt es noch. Wer frühstückt, hat auch eine wesentlich bessere Leistungskurve, geistig wie körperlich. Das kann ich euch sagen. Warum? Sieht man doch an mir, oder? Alles gut, macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn einer oder andere in Zukunft frühstückt. Bis dahin, Andreas Triebacher, Personal aus Karlsruhe, immer mit dem Thema deine Fitness, deine gesunde Ernährung, meine Aufgabe.